So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Spezialwebinar heute hier zusammen mit Tickmill zum Thema tatsächlich DAX-Strategie. Und es ist natürlich unfassbar dankbar, was der DAX da gerade hingelegt hat. Mit der Squeeze-Bewegung da über die 12.650er Marke. Der ein oder andere hat das ja vielleicht auch mitverfolgt im Morning-Meeting oder auch in Analysen der letzten Tage. Gestern hat jemand dort in dem Stream bei Guidance geschrieben gehabt, dass dort einfach mal so ein Blick auf das, auf den kleinen Verfall am Freitag lohnt, dass da nämlich wie so eine Wand steht eigentlich bei 12.650 Punkten. Und das ist im aktuellen Marktumfeld, so hatte ich das dann heute früh auch aufgegriffen gehabt, ist das natürlich eine unfassbar spektakuläre Angelegenheit in der Tat, weil wir sind gerade unfassbar dünn unterwegs. Also sprich, es ist ein ganz niedrig volatiles, niedrig Volumen, also mit niedrigem Volumen versehenes Marktumfeld, in dem wir uns hier bewegen. Und sobald dann da ein Trigger geliefert wird, und der wurde tatsächlich geliefert durch Jay Powell und auch durch eine wieder erneute, nach gestern hatte sich ja durchaus da Zweifel abgezeichnet, nachdem die Ergebnisse von Netflix nicht so überzeugend waren. Die Nasdaq hat heute wieder richtig, ist richtig marschiert. Netflix hat Teil seiner Verluste aufholen können. Facebook, Amazon, Alphabet, ja, das sind mindestens drei gewesen. Die haben heute neue Allzeithochs gemacht. Jeff Bezos, der Begründer von Amazon, dürfte dann jetzt wahrscheinlich nochmal ein paar Milliarden reicher geworden werden. Ist ja auch ganz witzig, ne? Wenn man sich mal überlegt, dass wir uns eine ganze Weile lang immer voller Faszination den George Soros betrachtet haben, der da die Bank of England geknackt hat, 1992, als er gegen das britische Pfund Sterling spekuliert hat, als Großbritannien dort aus dem EWR ausgestiegen ist oder ausgeschieden ist oder dazu gezwungen wurde und man sagte, wow, der hat 1 Milliarde über Nacht gemacht. Das macht Jeff Bezos mittlerweile an einem Tag, wenn man sich die Bewertung von Amazon anguckt. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also es war genau dieser Trigger, der nötig war, um dort dann nämlich tatsächlich diese Aufwärtsbewegung jetzt im DAX auf den Weg zu bringen. Ich hatte es heute früh auch schon gesagt, nämlich, dass wir, also das bin ich übrigens und darum geht es heute hier, diese DAX-Strategie, die wir uns anschauen wollen, schon mal mit Ausblick auf das Live-Trading übrigens, aber wir wollen das nur noch anderen Dingen verknüpfen. Ich glaube, da gibt es noch einige sehr, sehr spannende Möglichkeiten heute, die man aufgreifen kann. Ich lasse den Risikohinweis schon mal auf und kann man sich schon mal durchlesen, während man mir weiter lauscht. Also wir wollen heute, wie gesagt, nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Wie schätze ich die Situation jetzt gerade da? Ich habe heute früh gesagt, ich habe eine kleine Long-Position im DAX, die halte ich auch tatsächlich immer noch und ich glaube, eine gute Chance, dass wir auch im Bereich der Tageshochs aus dem Trading-Tag gehen. Nichtsdestotrotz werden wir uns heute mit Verlusten beschäftigen müssen, nicht nur weil dort ein Verlust jetzt wieder entstanden ist im euro-japanischen Yen-System, weil ja in diesem Konto, in diesem Live-Konto ebenfalls noch traden, sondern auch, weil die aktuelle Equity-Kurve, Kapitalkurve gar nicht gut aussieht. Und wir wollen heute diese Chance nutzen. Also es sieht gar nicht gut aus, hört sich jetzt dramatisch an. Wir haben halt einen kleinen Drawdown. Er ist etwas größer als 5% aktuell, das ist nichts Dramatisches. Aber das kann ich eben nur deswegen sagen, weil ich genau weiß, was dort gerade passiert. Und genau das wollen wir heute mal machen. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, mal aufzuzeigen, wie kann man mit Verlusten eigentlich umgehen. Was ist dafür nötig, um jetzt nicht vollkommen wahnsinnig zu werden? Und ich kann Folgendes sagen. Also ich habe ja noch ein anderes Konto, was ich trade, ein privates Konto. Ich habe noch ein darüber hinausgehendes Konto für Investoren beispielsweise. Also es ist nicht nur ein Konto und es ist nicht leicht, mit solchen Verlusten umzugehen. Ja, und das ist genau das, womit wir uns heute mal wirklich auseinandersetzen wollen, mal sehen wollen, wie kann man damit arbeiten? Welche Möglichkeiten bestehen dort? Und vor allem, was muss man für eine unfassbare Vorarbeit geleistet haben, um damit arbeiten zu können? Und dann vor allem auch entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen, die erstmal natürlich nur rein spekulativ sind, aber nichtsdestotrotz Rückschlüsse sind, die früher oder später eben dann die Möglichkeit geben, damit auch weiterhin gut umgehen zu können. Und das wollen wir heute dann tatsächlich mit dieser Strategie auch kombinieren. Bevor wir starten, ganz wichtig natürlich der Risikohinweis. Habe ich jetzt, wie gesagt, schon aufgemacht, konnte man sich durchlesen. Ich will es aber noch mal ganz kurz auch ansprechen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann und daher nicht für jeden Anleger geeignet sein kann. Bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrungsstand und nachher auch Handelsziele sorgfältig prüfen. Und es ist so, dass die Folgen von mir hier präsentierten Inhalte natürlich keine Aufforderung zum Trading oder zum Handeln generell selbst darstellen. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und entsprechenden Weiterbildung. Und genau das wollen wir an der Stelle natürlich jetzt dann auch entsprechend tun. Hier gibt es noch mal ganz kurz meine Vita. Wie gesagt, darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Die Strategie werden wir an späterer Stelle vorstellen.
Ich möchte jetzt zunächst einmal ganz kurz erstmal auf die aktuelle Situation hier eingehen, so wie sie sich darstellt, wo man auch erkennen kann, Stop habe ich jetzt zum Beispiel schon mal diskretionär gemanagt. Das ist übrigens nicht die Open Range Strategie, die wir hier thematisieren. Denn der Open Range, der hätte heute früh zum Beispiel einen Verlust generiert. Also, das heißt, da wäre es so gewesen, wir wären hier Short eingestoppt worden in den Trade und wären dort ausgestoppt worden. Vorausgesetzt natürlich, wir hätten keine weiteren sogenannten Volatilitätsfilter mit dort hier drin. Was meine ich damit? Das bedeutet, etwas anders formuliert, dass der DAX in meinem Trading eine Mindesthandelsspanne bei dieser Open Range ausbilden muss. Also das, was wir hier vorstellen, ist, sind die Basisstrategieparameter. Und die Basisstrategie als solche ist eben nur die Basisstrategie. Und man kann die noch entsprechend verfeinern, also zum Beispiel das Exit Management verfeinern. Man kann, wie gesagt, ein Minimum Rangebreite dort verlangen, dass ein Trade überhaupt oder eine Order eingegeben wird für einen Trade. Und im Fall für den DAX heute früh zum Beispiel war es so, dass hier das Tief der Range bei 12.551 Punkten, 51, genau, ja, 551 war es ziemlich genau. Und dann hier das Hoch lag bei 12.570. Das waren nur 20 Punkte. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dafür hole ich schon mal hier einen Editor rauf. Jetzt ist es zum Beispiel, oh, Verzeihung, also ein Editor nutze ich, um da ein bisschen was reinzuschreiben. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich für meine Open Range Strategien noch einen Zusatz DAX Open Range Strategie, ein Filterkriterium habe. Ein Filterkriterium. Neben dem Moving Average, den wir ja nutzen zur Trendidentifikation, traden wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, wie heute früh hier zum Beispiel, ganz klar, dann würde zum Beispiel hier die Shortseite getriggert werden. Wir haben ganz marginal drunter gehandelt, tatsächlich. Und dann kam eben der Break auf der Unterseite. Das heißt, wir wären theoretisch auf der Shortseite eingestoppt worden. Aber ein Filterkriterium ist eben, dass ich sage, ich möchte mindestens eine Rangebreite von 0,2%. Mindest-Rangebreite von 0,2%. Des Indexstand, das ganz klar zu machen. Und das bedeutet also etwas anders, wenn wir jetzt hier dann im Bereich eben um die 12.550 traden, dann machen wir mal kurz Folgendes. Ich mache mal einen Rechner auf. So. Das bedeutet also bei 12.550, wenn wir das dann multiplizieren mit 0,2%, dann sind das 0,002. Dann heißt es, wir brauchen eine Mindesthandelsspanne von 25,1 Punkt. Die haben wir nicht. Es sind halt nur 20 Punkte. Das ist ein sogenannter Volatilitätsfilter, der vermeiden soll, dass wir eben in einem niedrig volatilen Marktumfeld uns dann in den Trade einstoppen lassen. Und eben damit die Chance reduzieren, dass wir eben uns dann in einem Marktumfeld in einer Position wiederfinden, die für unseren Handelsansatz alles andere als vorteilhaft ist. Denn eine Breakout-Strategie braucht eine, ich nenne sie mal Grundvolatilität, ein Grundrauschen. Und diese ist unter diesen Gesichtspunkten nicht zwangsläufig gegeben. Das heißt also, wir hätten jetzt zum Beispiel an dieser Stelle keinen Trade heute früh gehabt, weil die Mindestrange dort, kann man das mal in Klammern dahinter schreiben, mit einem Pfeil dahinter vielleicht. Das heißt, wir brauchen mindestens 25 Punkte. Jetzt mal abgerundet, 25 Punkte Rangebreite, um ein Trading Setup formulieren zu können. Und demnach wäre dort kein Trade abgesetzt worden. Also diese Handelsspanne, wenn wir jetzt eine Woche von jetzt gehen und wir hätten diese Handelsspanne nächste Woche im Live-Trading gehabt, hätten wir tatsächlich keinen Trade machen können. Das wäre alles andere als optimal für ein Live-Trading gewesen. Es tritt auch nicht besonders häufig auf und ganz zu schweigen, das, was wir jetzt im Anschluss zu sehen bekommen, nämlich diese wirkliche Rallye dann, also diesen choppigen Marktverlauf, das ist dann das, was man eher am ersten erwarten soll, aber dass wir jetzt hier in den Abend hinein solch einen Squeeze nach oben zu sehen bekommen, das passiert dann in den seltensten Fällen. Und ich will mal ganz kurz hier nochmal meine Gedanken schildern, warum dieses Squeeze auf den Weg gebracht worden ist. Also es ist natürlich jetzt auch rein spekulativ. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es jetzt wirklich dieser Trigger war, aber nichtsdestotrotz, es mutet doch sehr stark an, als wenn das vom Terminmarkt induziert ist, sage ich mal. Was meine ich damit? Dafür schauen wir mal ganz kurz hier. Oh, das ist meine Website, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist im Zusammenhang mit dem Euro-Yen wichtig. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich will noch mal ganz kurz den Weg schildern, wie man jetzt auf diese Tabelle hier kommt. Das sieht erstmal, ja, sehr nicht wirklich informativ aus, so formuliere ich das mal. Also wir gehen mal kurz auf Google. Und wenn man bei Google DAX Eurex Optionen eingibt, dann hätte man einen Zugang zu einer unfassbar wertvollen Informationsquelle, nämlich hier in der Eurex Exchange. Wenn wir da draufklicken,
Das ist durchaus denkbar. Also der Raphael fragt gerade schon, und also nach dem Verfall können Sie wieder runtergehen. Ich muss an der Stelle sagen, also ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Wobei ich ehrlich gesprochen jetzt derzeit also diese Spekulation für verfrüht halte, weil so signifikant ist dieser Verfall dann eigentlich auch wieder nicht. Aber aktuell passen halt alle Parameter zusammen. Aber grundsätzlich könnte man natürlich jetzt eine Idee formulieren, dass es das vielleicht schon auf der Oberseite dann wiederum war, wobei ich jetzt zum Beispiel morgen wüsste, dass das System short ist und jetzt schon die Entscheidung getroffen habe, also gleich im Nachgang, nachdem der Trade dann geschlossen ist heute Abend, an dieses Webinar dafür sorgen werde, dass morgen kein Trade im DAX abgesetzt wird, nach dieser Strategie jedenfalls. Also das heißt, morgen wird auf jeden Fall nach dieser Strategie, die gerade läuft, auf diesem Konto hier kein Trade stattfinden oder generell mit dieser Strategie auf allen Konten, die ich trade, kein Trade abgesetzt werden. Denn ich denke nicht, dass derzeit die Möglichkeit besteht, dass es sich hier um eine nicht nachhaltige Bewegung handelt oder sprich um eine Bewegung, die nur eine Short Squeeze ist, die dann auf einem sehr dünnen Fundament baut, die dann morgen wieder abverkauft wird. Also ich glaube, dass diese Chance nicht zwangsläufig gegeben ist. Das, was wir gerade sehen, ist ein konstantes Nachfrage in den Markt geben durch jene Marktteilnehmer, die sie absichern wollen oder müssen. Das ist das, was ich jetzt gleich beschreiben werde. Und dadurch kommt es auch zu keiner ausgeprägten Korrekturbewegung. Also was wir hier beobachten, ist der Markt, der squeezt wirklich scharf aufwärts und wir sind in etwas, was man markttechnisch als Wirkungsbereich bezeichnen kann, aber es kommt zu wirklich nur minimalen Rücksetzern. Also ganz, ganz kleine Rücksetzer mal und der Markt verharrt auf hohem Niveau. Und das, wofür das spricht, ist, dass der Markt konstant Nachfrage sieht aktuell. Beziehungsweise es sind keine großen Briefseiten im Markt. Das heißt, also es gibt niemanden, der aggressiv den DAX gerade in irgendeiner Form plant zu verkaufen. Oder beziehungsweise dazu in der Lage wäre. Und zeitgleich sehen wir eben eine relativ verhaltene Nachfrage wahrscheinlich, die aber konstant in der Lage ist, eben das Angebot zu absorbieren und tatsächlich sogar den Markt eher noch tendenziell weiter aufwärts zu treiben. Wo diese Nachfrage herkommt, das wollen wir uns jetzt anschauen. Also DAX Eurex Exchange, DAX Eurex Optionen googeln und dann eben oben auf die Eurex Exchange klicken mit den DAX Optionen. Und wenn man nach unten scrollt, findet man hier einen Tab Statistik. Und bei dieser Statistik gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann die Calls sich anschauen, man kann sich die Puts anschauen. Wir wollen jetzt keine Optionspreistheorie an der Stelle machen. Ich glaube, dafür reicht die Stunde nicht ganz aus. Wer da Interesse hat, der ja, schicke einfach mal eine Mail oder irgendwie. Ja, den kann ich einen Link schicken, wo man sich ganz gut schlau machen kann zu diesem Thema. Also eigentlich bei mir auf der Website, ich habe im Ausbildungsbereich dazu was geschrieben gehabt, wobei ich mich da auf die Puts bezogen habe, aber man mit fallenden Kursen auch noch ein bisschen besser arbeiten kann. Man muss da nicht so um die Ecke denken. Mit den Calls ist es so, dass ich da eine Übungsaufgabe mit einer formuliert habe, die ich jetzt einfach mal löse, und wo ich das dann zeige. Und wenn man auf die Calls klickt, dann landet man hier. Also dann wird diese Tabelle geöffnet mit dem Juli. 18, Juli 18 steht dann an der Stelle für den jetzt auslaufenden Kontraktmonat. Das ist kein großer Verfall, also nicht der Future verfällt, sondern es verfallen nur die Optionen auf den DAX. Eine Option, das gibt einem das Recht, einen vorher bestimmten Basiswert, in dem Fall ist es der DAX eben, zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist die Basisidee hinter einer Option. Und wenn es ein bisschen nach unten scrollt, müssen wir uns natürlich mal den Bereich anschauen, wo wir gerade traden. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich werde das einfach mal ausschneiden. 12.100 von mir aus. Und dann gehen wir hoch bis 13.000 Punkte. Ja, also hier ist der sogenannte Basispreis. Ich schreibe da mal drüber BP. Und hier ist das sogenannte OI. Das ist das Open Interest. Also jene Optionen, die offen im Markt eben entsprechend stehen. So, und was man jetzt erkennen kann, ist, also wenn wir bei 12.500 Punkte uns das betrachten, wird schon interessant, dann sehen wir nämlich hier zum Beispiel, Basispreis 12.500 Punkten, sehen wir 11.551. Okay, da wo wir jetzt gerade drüber gelaufen sind, das war dieser Bereich. 12,6 beziehungsweise 12,650. Das ist übrigens sehr überraschend, das kann ich jetzt schon sagen. Die 6,5 oder generell diese 50er-Schritte sind normalerweise nicht besonders stark ausgeprägt. Also normalerweise siehst du da, das kann man hier erkennen, 5,50 zum Beispiel, da siehst du ein fünfstelliges Open Interest, 12.550, 985 Kontrakte. Also das ist natürlich jetzt auch eine Frage, ist das charttechnisch relevantes Level und so weiter, klar. Aber nichtsdestotrotz, also es ist selten so, dass wir hier signifikant fünfstellig laufen, also meiner Erfahrung nach. Und das ist diesmal super interessant, denn das können wir hier nämlich erkennen. Tatsächlich ist das Open Interest auf die 12.650 nochmal doppelt so hoch wie das auf die 12.600er Marke. Also hier. Und genau hier raus, aus diesem Umstand, erwächst gerade das Potenzial für diese scharfe Aufwärtsbewegung im DAX. Warum? Dazu wollen wir uns jetzt mal ganz kurz hier
Paint bedienen und das ganz grob skizzieren. Wir gucken uns gerade Calls an. Und ich hatte jetzt gesagt, ein Call wiederum, also was eine Option erstmal grundsätzlich ist, jetzt wollen wir mal ein Call ganz genau definieren. Ein Call verbrieft ein Recht, einen vorher bestimmten Basispreis zu einem vorher festgelegten Kurs erwerben zu dürfen. Also das heißt etwas anders formuliert, dafür bezeichne ich kleine Prämien. Also das heißt dann etwas anders formuliert. Ich könnte zum Beispiel jetzt das Recht erworben haben, gestern den DAX am Freitag auszuüben zu 12.600 Punkten. Haben wir noch unterhalb des Levels getradet. Das heißt, wenn der DAX jetzt am Freitag um 13 Uhr zu diesem kleinen Verfall bei 12.700 Punkten notiert, dann habe ich mit dieser Option das Recht erworben, den DAX zu 12.600 Punkten zu kaufen. Also 100 Punkte günstiger, als er aktuell notiert. Es gibt dann ein sogenanntes Cash Settlement. Das heißt also, die Differenz wird meinem Konto dann entsprechend gutgeschrieben, je nachdem, wie hoch der jeweilige Punktwert ist. So, das ist die Position, die ich halte. Jetzt muss es aber auch jemanden geben, der mir genau dieses Recht natürlich verkauft hat. Und das sind diejenigen, welchen, die einen Short Call dann entsprechend haben zu dieser Zeit. Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass das irgendwelche komplexen Optionsstrategien sind und so. Sie gucken uns einfach nur mal das nackte Auszahlungsprofil an. Und, oh, Verzeihung, das ist natürlich Quatsch. Moment. So, und das heißt, etwas anders formuliert, wir gehen wieder von der 12.600 aus, beliebig anpassbar auch auf die 12.650. Das Auszahlungsprofil, man sieht wie folgt aus. Der hat eine Prämie, die er bekommt von mir, das ist das Geld, was ich ihm dafür überlasse, nämlich diese Chance zu haben, diese Spekulation eingehen zu können. Das ist die Prämie, die kriegt der Stillhalter. So, und wir schreiben jetzt mal hier über diese vertikale Linie 12.600, 12.650. Das ist die Schwelle, an der meine Wette als jemand, der das gekauft hat, profitabel wird, weil ich plötzlich natürlich zu einem günstigeren Kurs ausüben kann, als der Markt aktuell notiert, also zum Beispiel 12.700 Punkte. Und das ist wiederum genau dieselbe Schwelle, die für den Verkäufer nicht überschritten werden sollte, weil er nämlich jetzt plötzlich einen DAX, der bei 12.700 Punkten notiert, verkaufen muss zu einem unter dem derzeitigen Marktniveau liegenden Preis. Also sprich 12.700 Punkte ist das faire Marktniveau und er muss in 12.600 Punkten verkaufen. Das ist natürlich äußerst ungünstig und bedeutet für ihn einen entsprechend resultierenden Verlust. Also, das, was ich jetzt hier gerade markiere, das ist die sogenannte Prämie. Ja, das ist die Prämie, die er vereinnahmt. Prämie. So, ich will das auch mal ganz kurz fett machen und möglichst groß. So. Die bekommt er. Und sobald der DAX eben unterhalb dieses Levels schließt, vereinnahmt er die Prämie und alles ist fein. Problematisch wird es in dem Moment, wenn der Markt über die 12.600 steigt, so wie es heute getan hat, beziehungsweise über 12.650 sogar, noch eher. Weil dann kippt nämlich dieses Auszahlungsprofil plötzlich hier ab und läuft potenziell in den Verlust. Also was muss er tun? Er muss gegenhalten, nämlich durch diese rotfarbene Linie. Er muss eine Aktion tätigen, die ihm dieses Auszahlungsprofil generiert. Jetzt ist natürlich sehr grob gezeichnet, um nämlich dann dafür zu sorgen, dass jeder Verlust, der aus der Optionsposition besteht, entsprechend hier kompensiert wird durch einen entsprechenden Gewinn in seiner, in dem Fall Future-Position ist es dann tatsächlich. Denn dann ist die Linie nämlich jene, die daraus resultiert, so eine flache. Also der macht keinen Gewinn, der macht an dieser Stelle einfach nur ein Plus-Minus-Null-Geschäft nach Möglichkeit. Also hier an der Stelle hat er sogar jetzt einen kleinen Profit generiert. Es hängt natürlich davon ab, wo er kauft, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, die Idee dahinter ist, er muss absichern. Er muss irgendwie diese in den Verlust laufende Position muss er absichern. Und das gelingt ihm eben dadurch, dass er an dieser Stelle den Future DAX kauft. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Kursverlauf an. Und wir wollen nochmal ganz kurz die Linie markieren, um die es jetzt hier an dieser Stelle geht, nämlich einmal die 12.600. Das ist dieser Bereich dort, hier, da, diese rotfarbene Linie. Und danach nochmal hier diesen Bereich um ungefähr 6,50. Das ist dieser Bereich. Oh, Verzeihung. Das ist dieser Bereich hier. Da so ungefähr. So, und was erkennen wir? Wir erkennen, dass plötzlich bei Überschreiten der 600, normalerweise ist da eigentlich nochmal so ein bisschen Platz zwischen, also sagen wir mal so von 30, 40 Punkten ungefähr, wo dann die Algorithmen dieser Optionsstillhalter beginnen, anfangen zu laufen, so sage ich mal. Dann kommt plötzlich nochmal richtig Dynamik auf. Also das heißt, der Markt zieht richtig an und nicht nur das, sondern er sieht, man sieht, der trendet auch weiter aufwärts. Also das heißt, es ist gar keine
gar kein Wille wirklich jetzt vorhanden seitens des Marktes für eine Gegenbewegung zu sorgen. Denn die Informationen, die wir hier bekommen von der Seite der Eurex, von der Webseite, das ist ja offen einsehbar. Das sind die Zahlen von gestern Abend, als abgerechnet wurde. Also das heißt, die werden jetzt heute nochmal geupdatet. Ich gehe mal davon aus, es wird sich dann leicht verschieben. Und da wird man dann schon erkennen, dass der eine oder andere vielleicht diese Position auf 600, 650 begonnen hat zu reduzieren. Aber diese Information ist natürlich für jeden einsehbar. Und dann wird Trading plötzlich zum Pokerspiel. Denn ich weiß nämlich, da sind noch einige Stillhalter, die jetzt kaufen müssen. Und das ist mit der Grund, weswegen davon auszugehen ist, besonders in dem dünnen Marktumfeld, dass der Markt eher tendenziell weiter nach oben driftet, beziehungsweise jetzt ausreichend Nachfrage in den Markt kommt, um den Markt auf hohem Niveau zu stabilisieren und warum es eher da gilt, in der Position jetzt derzeit festzuhalten und darauf zu spekulieren, dass diese sich eher noch weiter bewegt, beziehungsweise der DAX im Bereich seiner Tageshochschließt, als dass es jetzt zu einer scharfen Korrekturbewegung kommt. Denn diese scharfe Korrekturbewegung setzt jetzt voraus, dass eine scharfe Abwärtsbewegung initiiert wird. Natürlich denkbar. Irgendeine News, die über den Ticker läuft, wie auch immer die geartet sein mag, ist natürlich in der Lage, hier kurzzeitig für einen Schockmoment zu sorgen. Aber derzeit muss man sagen, besonders nach dem Trumpschen Auftreten dort in Helsinki jetzt, in Gegenwart von Wladimir Putin, sieht nicht danach aus, als wenn es zumindest zu einer erneuten, nennen wir sie mal, Trumpschen Twitter-Tirade oder dergleichen kommt. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering. So. Und das lasse ich natürlich jetzt aus diskretionärer Perspektive mit in den Trade entsprechend einfließen. Und das ist die Beantwortung schon der Frage, wenn man sich das jetzt gestellt hat, warum habe ich den Trade bis jetzt noch nicht geschlossen? Ich könnte natürlich darüber nachdenken, die Position jetzt schon teilweise vielleicht auch abzubauen und dergleichen. Muss aber sagen, ich bin aktuell noch relativ guter Dinge, dass da nochmal ein Schub auf der Oberseite kommt. Und wir haben ja auch bereits schon einen Teil Gewinne abgesichert. Also der Entry lag heute früh bei 5,70, 5,71 ungefähr. Stop liegt derzeit hier bei 6,58. Das heißt also 80, 85 Punkte sind bereits abgesichert. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein bisschen Bonus obendrauf, wenn der Markt sich bis 12.750 Punkten vielleicht sogar weiter hochhangelt. Und nochmal, ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt keine scharfe Korrekturbewegung sehen am morgigen Tag. Und wenn ich dann zum Beispiel davon ausgehen darf, dass mein System mir ein Long-Signal generiert, dann sehe ich natürlich davon ab, dieses umzusetzen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade profitabel wird, für mich aus erwartungswerttechnischer Sicht eher unwahrscheinlich ist. Oder einen positiven Erwartungswert nicht unbedingt verspricht, so will ich das mal formulieren. So, also das ganz kurz zu dem Trade. Nochmal, ist eine andere Strategie. Ich hatte gerade schon in dem Editor geschrieben gehabt, es gibt ein Filterkriterium für den Open Range Trade an dieser Stelle, sodass heute früh zum Beispiel ausgehend von der Open Range kein Trade auf den Weg gebracht worden ist. Das kann morgen natürlich wieder anders ausschauen. Wir wollen auch ganz kurz mal Folgendes machen, eben auch weil der Euro-Japanische Yen zum Beispiel ein Open oder nicht ein Open Range Setup ist, sondern Asia Breakout Setup. Das ist, geht auf dieselbe Handelslogik zurück. Ich werde allerdings jetzt die Handelslogik genau dahinter stehend nicht thematisieren. Wir wollen uns lieber darauf fokussieren, was wir aus dieser derzeitigen sehr negativen Entwicklung, man muss sagen, sehr negativ, ich definiere es sehr negativ, massiv unter EV laufend. So würde ich das mal mathematisch ausdrücken. Das heißt, ich habe eine Vorstellung von meinem Erwartungswert und derzeit unterschreiten wir den massiv. Also sprich, sowohl hinsichtlich der Trefferquote, die mittlerweile sogar unter 30% liegt, die ist normalerweise im Bereich um die 45, eher 50%. Und ergänzend dazu ist das Payoff-Ratio bei 1,3 bis 1,4 zu 1. Derzeit ist es bei kleiner 1. Und das ist natürlich jetzt ein Umstand, der zeigt, dass die Strategie aktuell einfach nicht besonders solide performt. Und es bringt mich auch tatsächlich ein bisschen in Schwierigkeiten, denn die Frage, die sie natürlich jetzt logischerweise gleich an der Stelle stellt, ist, ohne dass wir sie schon eingeführt haben, uns damit beschäftigen wollen, mit den Grafiken jetzt gleich, dann stellt sich natürlich, naja, warum hörst du nicht auf, die Strategie zu traden? Eben weil es früher oder später zu so einer sogenannten Mean Reversion kommen wird. Also das heißt, wir sind jetzt aktuell so schlecht, dass ich sage, jetzt auf die Bremse zu treten, macht zwar erstmal aus rationalen Gründen Sinn, aber man kann auch langfristig zum Beispiel zeigen, beweisen sogar mit mathematischen Hilfsmitteln, also es nicht möglich ist, die Statistik auszutricksen. Und so muss ich dann an der Stelle sagen, mit einem Risiko zwischen 0,8 bis 1% bin ich noch fein und bin auch bereit, hier weiter das System durchzutraden und hoffe mir einfach, dass es zumindest möglich wird, jetzt in den kommenden 2 Wochen einen Teil dieser Verluste einzudämmen. Ja? Wir werden auch übrigens sehen, dass der DAX zum Beispiel solide performt, obwohl die Marktbedingungen nicht optimal sind. Also der Trade, wenn der so rausgeht wie heute, sind wir nahezu bei einem Loss von etwa 1% jetzt auf einem Monat, was solide ist. Also muss man ganz klar sagen, das entspricht einem R. Und man sieht, wenn die Marktbedingungen entsprechend sind, kannst du dieses eine R zügig verdienen tatsächlich. Also da, wo die Hauptnegativ-Performance gerade gemacht wird, ist definitiv im Euro-Yen. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen wollen, ist einfach, wie kann man damit umgehen? Was kann ich tun?
Oder beziehungsweise, warum ist es jetzt so wichtig, eine solide Basishandelsstrategie zu haben, von der ich auch weiß, wie sie performt und wie kann ich daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen? So, bevor wir aber dazu kommen, wie gesagt, wir schauen noch mal ganz kurz auf die Strategieparameter, weil wir auch wieder kommende Woche Dienstag diese Handelsstrategie hier traden wollen. Ich werde sie da natürlich auch noch mal vorstellen. Es ist bei diesen Breakout-Setups, also ob es jetzt ein Asia-Breakout ist im Orient oder ob es jetzt ein Open-Range-Setup ist, im DAX ist es eben so, dass wir immer nur drei Schritte durchlaufen eigentlich oder vielleicht vier, wenn wir noch einen Take-Profit mit einpflegen. Und zwar ist es so, dass wir erstmal einen Vorteil identifizieren. An der Stelle ist es der 50er EMA auf 5-Minuten-Basis, der so verwandt wird, dass wir sagen, handeln wir drüber, gehen wir nur Long-Setups ein, handeln wir drunter, gehen wir nur Short-Setups ein. Ich will mal kurz das ein bisschen besser illustrieren noch, tatsächlich an einem Beispiel von gestern. Denn der eine oder andere wird sich jetzt wundern und sagen, ja, wann kommt es denn mal bitte vor, dass wir drunter traden und der Breakout nach oben erfolgt? Gestern zum Beispiel. Oh, Verzeihung. Moment. Gestern zum Beispiel. Das ist die Open Range. Breit genug übrigens auch, also nicht besonders viel breiter als heute, aber ausreichend breit. Wir sehen hier an dieser Stelle bei 5,15 nach unten und genau, und da oben ist es dann die 5,40. Also das heißt, wir sind haarscharf an der Grenze, aber wir haben diese 25 Punkte für die 0,2%, sodass wir dann eben den Breakout daraus traden können, den wir aber auch nicht traden. Warum? Weil der Breakout auf der Oberseite erfolgt. Also jetzt mal ganz zu schweigen davon, dass der Handelsverlauf dann in den Folgestunden wirklich jetzt nicht das war, was du danach sehen möchtest, sondern du möchtest den Markt natürlich schön in deine Richtung trennen sehen. Das ist ganz und gar nicht passiert. Aber wir hätten den Trade auch so nicht machen können, weil nämlich das Filterkriterium hier Trading oberhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis nicht erfüllt war. Wir haben nämlich drunter gehandelt unter der blaufarbenen Linie. Und da ist der Breakout aus der Oberseite keine Option, sondern nur auf der Unterseite. Das ist das, was hier bereits in Punkt 1 formuliert ist. Also so kann das dann tatsächlich ausschauen. Wir müssen die Open Range natürlich erstmal auch bestimmen. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich 1 und 2 hier umtauschen, wobei das bei mir ja, also tatsächlich parallel erfolgt mittlerweile schon. Wir bestimmen die Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. 9.05 Uhr deswegen, weil um 9 Uhr ja die Kasse reinkommt, etc. Und dort ist es dann eben entsprechend so, dass der Markt dazu tendiert, sehr, sehr erratisch sich zu präsentieren. Und das Risiko besteht, dass man eben in den Trade eingestoppt wird, durch einen zufälligen Impuls, ausgehend von dem großen Volumen, was eben um 9 Uhr in den Markt drückt, wo du keine Nachhaltigkeit hinter hast, sondern was einfach nur durch einen kurzzeitigen Nachfrage- oder Angebotsüberhang eben initiiert worden ist. Und deswegen versuche ich das eben auch rauszufiltern, indem ich sage, ich warte die ersten 5 Handelsminuten dann der Kasse ab 9 Uhr ebenfalls ab. Und dann nehme ich das Hoch und Tief zwischen 8 und 9.05 Uhr. Und ja, das ist dann entsprechend meiner Open Range. Die Parameter dann für den Euro-Yen zum Beispiel sind auf die Asia-Range bezogen, das ist 3 bis 10, während zum Beispiel dann der EMA, der 11er EMA ist und dort auf Stundenbasis berechnet wird. Und dann handeln wir eben den Bruch der Open Range in Richtung des in 1 identifizierten Vorteils, Stop über oder unter dem Hoch der identifizierten Handelsspanne und der Take Profit habe ich hier auch schon eingepflegt. Gibt es zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten in unserem Fall auch deswegen, weil wir unseren Backtest darauf laufen lassen mit einem Take-Profit-Level im Verhältnis von 2 zu 1. Also wir sagen, wir schauen uns die Differenz dieser Open Range an, das Hoch und das Tief. Wenn der Break jetzt zum Beispiel auf der Oberseite erfolgt, platzieren wir unseren Stop an dieser Stelle unterhalb des Tiefs dieser definierten Open Range, also bis dato des Tagestiefs in der Tat, und handeln dann entsprechend mit einem Verhältnis von 2 zu 1, also schauen, wenn die Range zum Beispiel 30 Punkte ist, dann gehen wir von unserem Einstiegspunkt 60 Punkte auf der Oberseite bei Long Setups und da ist unser Take-Profit-Level. Eine Alternative ist, dass man auch noch mit einem Supertrend arbeiten kann. Wenn der Markt so stark trendet, wie er das derzeit zum Beispiel gerade tut, dann kann man zeigen, dass das nochmal vielleicht sogar so einen zusätzlichen Push in der Kapitalentwicklung eben geben kann, wobei das wiederum auch aus mentalen Gesichtspunkten relativ schwierig sein kann, manchmal. Das hat damit zu tun, weil nämlich der Markt nicht selten zum Beispiel 1R gelaufen ist oder auch vielleicht 1,5R und dann es eben zu einer Gegenbewegung kommt. Also so perfekt eigentlich, wie es gestern hier gewesen ist. Da kann man das hier sehen, da kommt der Break, der Markt zieht nach oben aggressiv weg. Auf 25 Punkte haben wir hier einen Push zu sehen bekommen in der Spitze von über 60 Punkten. Also das Verhältnis ist von 2 zu 1 geliefert gewesen. Und dann kommt eben die Kombination mit dem, was man zum Beispiel an der Eurex gerade sieht. Das ist der gleiche Bereich. Also man kann das ja hier sehen. Das ist die 600er-Region. Da kommt diese rotfarbene Linie ins Spiel. Und du spekulierst natürlich schon darauf, dass der Markt dann vielleicht anfängt, darüber zu gehen und so eine Squeeze zu initiieren, so wie er es eben jetzt entsprechend hier gerade tut.
So, und dann ist natürlich dann das Problem, wenn du mit solch einem Ansatz handelst und der Markt geht nicht drüber, dass der dann wieder in sich zusammenfällt und tatsächlich sogar, wenn du den Stop nicht auf plus minus null nachgezogen hast, hier vielleicht sogar mit dem kompletten eher ausgestoppt wirst. Das ist aus mentalen Gesichtspunkten eine extrem schwierige Angelegenheit. Wie gesagt, das erfordert so ein bisschen, glaube ich, ja nicht Geschick, sondern Erfahrung, wie man damit gut arbeiten kann. Aber mein Trading zum Beispiel, es kommt vor, dass ich dazwischen switche. Also es kommt auf die Marktbedingungen an und meine Einschätzung generell. Arbeite ich mit dem Take Profit zum Beispiel, gehe ich jetzt beim Ausskalieren aus einer Position aggressiv vor? Das wäre auch eine Möglichkeit heute zum Beispiel. Ich könnte jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, einen Teil schon Gewinn mitzunehmen. Aber die Überlegung, die jetzt bei mir gerade eben beginnt, eine größere Rolle zu spielen, ist eben, dass der Markt eine gute Chance hat, vielleicht sogar noch mal ein paar Punkte auf der Oberseite mehr zu laufen, deswegen ich die Position beibehalte. Also das ist dann genau dieser diskretionäre Touch, den ich damit einfließen lasse. So, wie gesagt, wir arbeiten aber mit 1 aus Punkt 4 hier, mit dem festgelegten Take-Profit-Level und grafisch kann man sich das eben dann für einen Short-Trade zum Beispiel so vorstellen. Also da ist die Open Range 8 bis 9:05 Uhr mitteleuropäischer Zeit, da kommt der Break. Hier ist das Verhältnis von 2 zu 1. Wir gucken uns also diese Spanne an. Da ist das das Take-Profit-Level. Also wenn man das jetzt genau berechnen würde, würde man sagen, hier sind 30 Punkte, da sind dann 60 Punkte. Oder, und da sieht man eben dann die Möglichkeit, wenn der Markt wirklich ganz stark beginnt zu trenden, da kann man mit dem Supertrend in einem stark trendenden Markt ein Vielfaches dieses Gewinns nochmal verdienen eben tatsächlich, was dann natürlich für das Payoff-Ratio super gut ist und dementsprechend die Profitabilität nochmal signifikant erhöht. Das ist zum Beispiel etwas, dieser Supertrend-Exit, der bei dem Euro-Yen zum Beispiel keine Rolle spielt. Da arbeiten wir mit einem festgelegten Take-Profit-Level. Und so, genau, jetzt haben wir lange genug über den gesprochen, Euro-japanischen Yen, genau auf den wollen wir jetzt eben entsprechend blicken, während wir hier natürlich hoffen, dass der DAX sich dann auch mal oben vielleicht die Hochs um 7,32 anschaut, vielleicht sogar nochmal so 20, 30 Punkte mehr läuft und uns nochmal so ein paar Punkte zusätzlich gibt, weil wie gesagt, der Trade im Euro-Yen zum Beispiel, den gibt es heute schon gar nicht mehr. Mal gucken, ob der hier angezeigt wird. Nee, habe ich nicht anzeigen lassen. Aber da sind wir jetzt gerade eben, oder also schon vor dem Webinar tatsächlich, dem Start sind wir ausgestoppt worden. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, muss man schon fast sagen. Und ich will das jetzt mal ganz kurz hier zeigen. Das sieht auf den ersten Blick alles andere als optimal aus. Wir haben kurzzeitig mal über Wasser geschaut, ja, und sind seitdem eigentlich in einer Abwärtsspirale, in der wir uns wiederfinden. Wo natürlich jetzt schon der eine oder andere sich dann so denkt, ach, noch so einer, ja, angeblich profitabler Trader und kriegst es dann nicht gebacken, hier wenigstens 5.000 Euro Konto hochzutraden. Du kannst an der Stelle, also das ist relativ schwierig natürlich für mich, da etwas gegen zu sagen, außer tatsächlich es zu ignorieren, weil mir bleibt gar nichts anderes übrig. Es ist schon schwer genug für mich, den Verlust zu realisieren, für mich selber damit umzugehen. Dann brauche ich nicht an der Stelle noch mir Gedanken zu machen, wie ich dann eben andere Trader mehr oder minder glücklich mache und jetzt versuche, das dann auch noch zu erklären, die es per se manchmal sowieso nicht erklärt haben wollen. Ich weiß, oder meine Aufgabe ist jetzt an dieser Stelle komplett mich abzuschotten, mehr oder minder, ja, und jetzt mich darauf zu fokussieren, was passiert hier gerade und nicht warum passiert es. Na, vielleicht könnte man als Antwort auf diese Frage geben, warum passiert es? Einfach weil die Marktbedingungen sich geändert haben. Ich habe es heute früher zum Beispiel schon gezeigt, mit der derzeitigen Volatilität auch im Devisenmarkt ist eigentlich kaum eine Wurst vom Teller zu ziehen, wenn du einen Open Range Ansatz oder einen Breakout Ansatz eben tatsächlich tradest. Jetzt ist allerdings die Sache eben die, dass ich dann mir aber dennoch die Frage zu stellen habe, ist das normal, was hier passiert? Und genau da erklärt oder da zeigt sich wunderbar. Und deswegen denke ich, ist das an der Stelle einfach eine super Möglichkeit, jetzt auch mal das zeigen, wie gehe ich professionell mit einer Verlustserie um, das an dieser Stelle einfach zu nutzen? Weil ich meine, ich könnte mich jetzt, das wäre natürlich viel besser, logisch, und viel angenehmer, wenn wir jetzt hier eine super steigende Equity-Kurve hätten, seit auch da zum Beispiel, wir reden von der Historie von etwas mehr als einem Monat, also aussagekräftig ist das noch lange nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, es wäre natürlich wesentlich befriedigender und so war es auch zum Beispiel beim ersten Live-Trading, was wir hier hatten. Wir haben da den Tag begonnen mit einem Profit von über 1% standen wir drin. Also das heißt, der lief am Montag, lief sowohl der Euro-Yen in den Take-Profit als auch zeitgleich der DAX ist sehr stark in unsere Richtung getrendet. So haben wir es geschafft, aus einem kurzzeitigen unter Wasser tauchen, eben hier dann einen Profit eben entsprechend auszuweisen. Seitdem haben wir aber nicht mehr die Wasseroberfläche gesehen, sondern sind eben konstant mehr oder minder hier immer tiefer abgetaucht bis jetzt. Und nochmal, also das, worum es mir jetzt eigentlich an dieser Stelle wirklich geht und wo ich auch eine gute Chance sehe, ist einfach an der derzeitigen Entwicklung,
jetzt einfach mal zu zeigen, was kann man denn tun, wenn man unter Wasser taucht? Denn das wird der Mehrzahl der Fälle, der Mehrzahl der Trader wirklich passieren. Es gibt ja diese gemeinhin bekannte Regel 90, 90, 90. Und zwar 90% der Trader verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen. Und einer der Hauptgründe ist sicherlich der inadäquate Hebeleinsatz. Das heißt also, dass viel zu große Positionen in Relation zu dem zur Verfügung stehenden Trading-Kapital eingegangen werden. Aber es ist eben auch das nicht wirklich Wissen, wie gehe ich eigentlich mit Verlusten um? Denn Verluste, die im Trading entstehen, die ganz normal sind, wenn man mit solch einer abstrakten Materie wie Trading zu tun hat, fällt das fast, also ist es fast unmöglich. Das ist etwas, das wird von Gerald Hüther, das ist sehr, sehr schön. Moment, ich mache Folgendes, einen Moment. Möchte dazu gerne mal die Möglichkeit nutzen, wieder ein Buch zu präsentieren, was eigentlich mit Trading auf den ersten Blick überhaupt gar nichts zu tun hat, aber auf den zweiten Blick eigentlich alles. Auch weil da so wunderbare Parallelen sind, wenn man sich in der Welt des Tradings mal bewegt hat, dann wird man feststellen, das kenne ich. Also, das ist der Link und ich stelle ihn jetzt auch mal ganz kurz hier ein in die Chatbox. Ich kürze ihn aber mal ab, weil das wieder so ein mega langer ist. Moment. So, Gerald Hüther ist auch bekannt übrigens für seine Ausarbeitung im Bereich Psychologie, Kinderpsychologie, Entwicklung für Kinder und so weiter. Ich schreibe einfach mal nur Gerald Hüther hin. Ja? Und das Buch ist wieder eins von denen, das ist wirklich erschwinglich. Kostet 8 Euro. Ah, oh, 18 Euro, okay. Aber sind immer noch erschwinglich. Also 12 Euro ist das gewesen von Kahnemann. Und dieses Buch, Biologie der Angst, arbeitet das wunderbar auf, wie aus Stress Gefühlen werden. Und das wissen wir aus dem Trading. Ja, das wissen wir. Wir sind jeden Tag mit stressigen Situationen konfrontiert. Und woraus resultiert der Stress? Weil wir einfach nicht wirklich Parallelen zur Situation aus unserem täglichen Leben ziehen können. Also, das sind einfach nur ein paar Striche an der Stelle, wir nennen sie Kerzen auf einem Chart, weißer Hintergrund. Die gehen rauf oder die gehen runter. Aber jetzt versuche mal, aus diesem Gebilde etwas zu machen, was dich in irgendeiner Form an eine Situation aus dem Alltag erinnert. Eine Situation, in der du dich vielleicht diverse Male schon wiedergefunden hast und wo du einen Ausweg, eine Exit-Strategie hast. Wie komme ich aus der Situation raus? Also, zwar plump formuliert, ich weiß, ich nehme jetzt mal die verheirateten Männer unter uns, das macht immer Spaß. Ja, also, das ist nicht irgendwie chauvinistisch gemeint, ich mache das einfach nur so ein bisschen als Fun, als Gag, aber den kann man einfach sehr gut greifen. Ja? Verheirateter Ehemann, so, und dann ist die Frau aus irgendwelchen Gründen wieder total sauer auf dich, ja? Und macht dich so richtig zum Minnern. Hast überhaupt keine Ahnung, wo es herkommt. Es ist einfach nur so. Und weil es einfach so oft schon passiert ist, und desto älter du wirst als Mann, desto mehr und besser kannst du damit umgehen. Ja? Du entwickelst Strategien. Wie schaffst du sie zu besänftigen? Ja? Weiß ich nicht. Nimmst dir einen Strauß Blumen mit und sagst, Schatz, wenn wir da durch sind, dann schaffen wir alles. Irgendetwas. Es ist also etwas, das durch das Wiederkehren bist du in der Lage, eine Strategie zu formulieren? Und du bist auch in der Lage dazu, weil auch natürlich deine Frau ein Mensch ist, die Gefühle hat, genauso wie du ein Mensch bist, dann zwar ein Mann, aber nichtsdestotrotz der ebenfalls Gefühle hat. Du kannst dich in sie hineinversetzen. Du kannst versuchen, sie zu verstehen. Es ist nicht was Abstraktes. Und du versuchst aus diesem Erfahrungsschatz über Jahre und das, was sie vielleicht gefühlstechnisch gerade bewegen könnte, dann entsprechend eine Lösung zu formulieren. Also es ist nichts Abstraktes. Diese Möglichkeit haben wir beim Trading nicht. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was diesen Abstraktionsgrad, den wir beim Trading, mit dem wir uns beim Trading konfrontiert sehen, erreicht. Nichts. Und jetzt stelle man sich vor, man will dann ausbrechen aus seiner, ja, alltäglichen Lethargie und versucht eben in irgendeiner Form hier, ja, mit Trading vielleicht seine Altersvorsorge aufzubessern oder eine über Marktzinsniveau liegende Rendite zu erwirtschaften, was auch immer. Ja, und man findet sich dann plötzlich in solch einer Situation wieder, in der man nicht weiß, was zu tun ist. Man weiß nicht, funktioniert zum Beispiel die Handelsstrategie, die ich umsetze? Was passiert da gerade am Markt? Man hat keinen klaren Plan, dem man folgt. Also man ist wie im Grunde genommen ein Autofahrer, könnte man jetzt auch sagen, wie ein Autofahrer, der sich in sein Auto setzt, die Familie ins Auto setzt und sagt, wir fahren jetzt in den Urlaub in den Süden. Das ist unser Hotel. Und dann sagt, ich versuche mich mal irgendwie so durchzuschauen. Also kein Navigationssystem hat, kein Reiseplan oder, also einfach nur sich das Auto setzt und losfährt. Ja? Und genau dieses einfache Losfahren ich weiß nicht wohin, ist etwas, was mich einfach früher oder später in eine extrem stressige Situation bringen wird, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich kann natürlich Glück haben und lande tatsächlich in einem Zug sofort am Ziel.
Das ist aber eher unwahrscheinlich, ganz besonders im Bereich des Tradings. Und jetzt ist es eben dann tatsächlich so, und jetzt wollen wir wieder zurückgehen an dieser Stelle auf hier, auf diese Betrachtung. Genau das ist es jetzt eben entsprechend, was das so wichtig machen oder wichtig werden lässt, zu verstehen, was zeichnet mein Trading denn aus? Was darf ich erwarten? Das ist dieses Formulieren von Erwartungswerten, was wir in der Trading-Psychologie auch schon vor 2 Wochen mal hatten. Da wird sich der ein oder andere jetzt sofort dran erinnern. Das ist genau durch diese hohe Abstraktion, mit der wir beim Trading konfrontiert sind, so essentiell wichtig, seine Erwartung zu formulieren, die wirklich auch nah an der Realität ist. Und jetzt ist es eben so, zum Beispiel besteht über solch eine Plattform wie FXBlue, über den MetaTrader, die Möglichkeit, sein Konto hiermit anzuschließen. Und dann wird das gesamte Trading in dieses Konto dupliziert. Und es gibt zum Beispiel hier einen Tab, der heißt Stats. Das sind Statistiken. Und hier gibt es die Möglichkeit, und das ist natürlich jetzt etwas, wo man dann auch feststellt, wie wichtig es offensichtlich ist, zum Beispiel bei MetaTrader dann mit sogenannten verschiedenen Magic Numbers zu arbeiten, damit man weiß, wenn man zum Beispiel den DAX in 3 Strategien tradet, in welcher Strategie performe ich gut, in welcher tue ich es nicht? In unserem Fall ist das relativ trivial, weil wir den DAX auf eine Strategie traden und den Euro-Yen auf eine Strategie traden, fertig. Und jetzt ist es eben möglich, dass wir über diesen Stats-Button hier uns dann eben zum Beispiel die Symbole betrachten. Wir werden auch feststellen, wir haben nur den DAX DE30 und wir haben nur den Euro-japanischen Yen in unserem Trading. Und das in einem Verhältnis, leichter Überhang für den DAX, aber alles in allem fast 50-50. So, also das heißt 50% Euro-Yen-Trades, 50% DAX-Trades. Und jetzt passiert eben was ganz Interessantes. Wir können uns hier schon mal die Spalte angucken, Net Profit. Das heißt also unser Netto-Profit, den wir in dem jeweiligen Asset ertradet haben. Wir sehen an dieser Stelle DE30, stehen wir bei minus 108. Wir gehen jetzt mal davon aus, vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben und der Markt uns wohlgesonnen ist, wir gehen irgendwo in diesem Bereich hier raus und machen heute einen Profit von 55 Euro. 50 von mir aus. Das heißt also etwas grob gesprochen, wir halbieren im Grunde genommen diesen Verlust hier. Und dann sehen wir, wir sind ein R unter Wasser. Also das, oder ja, tatsächlich ein R, wenn wir 1% riskieren. 5.000 Euro Konto, ist nur ein Fuffi hinten, also alles solide. Wir sehen auch zum Beispiel, auch da muss man zum Beispiel sein Trading kennen. Man muss auch einen Erwartungswert natürlich zur Berechnung benötigen wir. Ich will das nochmal kurz hier zeigen. Zur Berechnung des Erwartungswertes. Mach doch mal eine Linie rein. Erwartungswert. Da haben wir die TQ als Trefferquote und dann haben wir den sogenannten durchschnittlichen Gewinn. Und davon ziehen wir ab die Verlustquote multipliziert mit dem durchschnittlichen Verlust. So, und wir erkennen also an dieser Stelle zum Beispiel, um den Erwartungswert zu berechnen, brauchen wir also eine historische Trefferquote. Über einen Backtest oder auch über einen Forward-Test oder über real erhandelte Ergebnisse in der Vergangenheit. Ich kann zum Beispiel an der Stelle sagen, meine Hitrate hier auf einen Zeitraum von lange, also auf jeden Fall mindestens 2 Jahre, ist eher mehr, liegt bei 50% Pi mal Daumen. Also in einem Range-Bereich zwischen 47, 48% bis 51. Dann laufe ich aber schon wirklich extrem heiß. Kommt aber vor. Das ist in diesem Jahr auch schon vorgekommen, dass ich wirklich mal eine massive Serie von Gewinntrades in Folge hatte. So, jetzt schaue ich mir hier die Winners an und sehe 48%. Alles super. Also Hitrate, es passt. Es ist alles im Bereich des Normalen. Denn jetzt ist es nämlich so, dass dieser Netto-Profit, dieses negative Ergebnis, sich offensichtlich durch die Tatsache berechnet, dass der Markt, wenn er in meine Richtung läuft, nicht so in meine Richtung läuft, wie ich das eigentlich erwarten würde. Also der durchschnittliche Gewinn ist nicht groß genug, um den durchschnittlichen Verlust zu kompensieren. Und so erklärt sich dann eben entsprechend dieses Ergebnis. Also das heißt, ich habe jetzt innerhalb von noch nicht mal 5 Minuten gesehen, es liegt nicht am DAX. Im DAX läuft alles nach Plan, mit Ausnahme dessen, dass eben offensichtlich der Markt manchmal nicht das Momentum in meine Richtung des Trades aufnimmt, wie er es eigentlich sollte. Klar, ich könnte jetzt natürlich auch gleich sofort Kritik anwenden und sagen, Moment mal, ich gucke mir mal ganz genau an, zum Beispiel, wie sieht denn mein durchschnittlicher Verlust zum Beispiel aus? Also hier haben wir den Average Gain, hier haben wir den Average Loss. Aha. Moment mal, 32 Euro an der Stelle. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass es hier in diesem Zusammenhang vielleicht manchmal, dass der Markt ein bisschen zu weit gegen uns laufen gelassen wird oder ja, zu weit, sprich, dass nicht eine Möglichkeit besteht, also zu weit kann er nicht gegen uns laufen, weil der Stop vordefiniert ist, aber besteht nicht eine Möglichkeit über solche Techniken wie Scale-Out zum Beispiel, den Verlust kleiner zu machen? Das wäre natürlich jetzt eine super kritische Herangehensweise, wo man aber auch erkennt, wenn man so kritisch sein Trading hinterfragt und seine Verluste so versucht zu analysieren und so in den Griff zu bekommen, dann erkennt man schon, dass offensichtlich langfristig es gar keine andere Möglichkeit gibt, als mit seinem Trading Geld zu verdienen.
Beherrsche deine Verlierer, dann werden die Gewinner von ganz alleine kommen. Das ist ein klassisches Statement, was man immer wieder unter professionellen Tradern eben tatsächlich hören kann. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Mit DAX ist es offensichtlich nicht. Naja, bleibt also nur das zweite Asset, was wir aktuell handeln. Und das ist der Euro-Japanische Yen. Und hier sehen wir es dann schon, offensichtlich auch am Nettoprofit. Wir liegen bei 300 Euro, fast im Loss. Das entspricht also auf den derzeitigen Kontostand. An dieser Stelle entspricht das also fast einem Minus von 6%, die nur im Euro-Yen entstanden sind. Wenn wir 1% Risk pro Trade gehen, und das kann man relativ gut schon fast bei den durchschnittlichen Gewinnern und Verlusten sehen, nämlich hier, ja, obwohl so schlimm ist es jetzt noch nicht. Average Loss ist tatsächlich hier nur ein halbes Prozent. Normalerweise ist es also 1% Risiko. Das sind, oder ein bisschen weniger, 0,9%. Das sind 45 bis 50 Euro Risiko. Es sind nicht alle sofort in den Verlust gelaufen. Also komplett in den Vollverlust gelaufen, aber ich sag mal überdurchschnittlich viele, um es mal so zu formulieren. Also gemeinhin ist es eigentlich eher so, dass sich so um die 0,4% einpendelt, ausgehend von den Daten, die mir zur Verfügung stehen. So, und dann sehen wir eben, gut, also wir haben wieder unsere Formel zum Erwartungswert. Also wenn der durchschnittliche Verlust passabel ist, solide, auch wenn er leicht kleiner sein könnte, aber wir sind noch im Bereich, ähnlich wie im DAX. Naja, wie sieht es denn dann mit der Trefferquote und Verlustquote aus, beziehungsweise mit dem durchschnittlichen Gewinn? Und da wird es dann schon sehr, sehr viel deutlicher. Wir sehen nämlich hier die Winner Percentage 29%, die Loser Percentage 71. Also das heißt, 3 von 10 Trades gehen in den Profit, noch nicht mal in unseren wirklichen Profit, weil dann kommt nämlich das nächste. Ich hatte ja gerade gesagt, also diese Zahlen sind immer ganz solide oder nötig, dass man sie kennt. Wenn ich jetzt mal Euro JPY, ich nenne sie mal Kernparameter, ja. So, dann haben wir eine TQ von 45 bis 50, also machen wir mal 47%. Ja, ich bin da ein bisschen konservativer an dieser Stelle, immer gerne, weil ich, wenn ich weiß, dass ich mit den konservativen Rechnungen erfolgreich bin, dann bin ich es mit einer besseren Trefferquote auf jeden Fall auch. Und dann haben wir eben das sogenannte Payoff-Ratio, welches sich ergibt, und da muss ich das nicht alles doppelt und dreifach schreiben, das ergibt sich aus dem Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Also ich teile durchschnittlichen Gewinn durch den durchschnittlichen Verlust und dann lande ich hier auf einem Verhältnis von 1,3 zu 1. So. Und jetzt nutzen wir diese Kernparameter und vergleichen sie. Ich weiß nicht, wie es gesprungen, das ist ein bisschen ungünstig, aber das soll nicht so schlimm sein. Wir vergleichen diese Kernparameter mal mit dem, wie sich das Ergebnis bis jetzt hier darstellt. Also das ist eigentlich der Soll. Ja. Und der Ist sieht wie folgt aus. TQ 29%, VQ so 71%. Also ich muss eigentlich nicht viel mehr reden. Man kann sich jetzt schon sein Teil denken. Und dann kommt das Payoff-Ratio. Das ergibt sich, das müssen wir uns allerdings erstmal separat ausrechnen, ist aber ganz einfach. Das ergibt sich dadurch, dass wir den Average Win durch den Average Loss teilen. Und dann kommt die 21,52. Moment. So. 51,52. Und die teilen wir durch die 26,15. Und dann landen wir bei 0,82. 0,82 zu 1. So. Und mehr muss man da an der Stelle nicht besonders sagen, denn es ergibt sich offensichtlich, dass wir offensichtlich, denn wenn das der Soll ist, dann ist das auch ausgehend, wovon sich unser historischer Erwartungswert berechnet. Und diese Strategie bleibt hochprofitabel. Ergibt sich einfach aus diesen Sollwerten, dass wir aktuell offensichtlich massiv minus EV laufen. Also EV steht für Expected Value, das ist die englische Formulierung. In der Pokersprache hat man das so, hat sich das bei mir so eingeschliffen. Also minus EV heißt etwas anders formuliert, um sich das mal ein bisschen bildlicher vorzustellen. Gehen wir mal davon aus, ich habe ein paar Asse im Spiel gegen Random Two, also oder Any Two. Das heißt, gegen jede Hand, die meinem Gegenüber in einem Spiel No Limit Hold'em dann zum Beispiel ausgeteilt wird, habe ich mit ein paar Assen in der Starthand. Wenn wir jetzt sofort die Karten aufdecken und All-In gehen, ja,
habe ich eine, durchschnittliche Gewinnerwartung von 80%. Das ist eine Trefferquote, so 80%. Und dann bedeutet eben etwas anders formuliert, dass ich, wenn man dieses Spiel jetzt spielt, also zum Beispiel nach 10 Trades in durchschnittlich 8 von 10 Fällen gewonnen haben sollte. Es kommt aber vor, dass man einen ganz schlechten Lauf hat oder die Varianz nicht einem auf seiner Seite steht, man also nicht, man kein Glück hat, um es mal anders zu formulieren. Und zum Beispiel nur in 2 von 10 Fällen gewinnt. Dann gibt es nochmal zweimal einen Splitblot vielleicht und 6-mal verliert man eben, weil der Gegner immer seinen Flush trifft oder seine Straße zieht oder was auch immer. Und das nennt man dann Minus EV. Und das lässt sich in dem Fall zum Beispiel auch aufs Trading anwenden, wenn wir dann eben uns hier den Soll anschauen. Das ist das, was eben über eine lange, lange Zeit sich herauskristallisiert hat als die Kernparameter hinsichtlich des Erwartungswerts für diese Strategie. Und das ist das, was wir gerade eben sehen. Wir haben also 29-prozentige Trefferquote, die offensichtlich signifikant unterhalb dessen liegt, was wir eigentlich erwarten sollten, nämlich 47%, also fast die Hälfte beträgt, wenn man so möchte. Und zeitgleich eben ein Payoff-Ratio von kleiner 1, was ebenfalls deutlich unter dem liegt, was wir normalerweise erwarten sollen. Also sprich anders formuliert, man könnte das auch dahingehend übersetzen, dass man sagt, wenn wir denn mal gewinnen, dann gewinnen wir noch nicht mal so viel, wie wir eigentlich gewinnen müssten. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass der Markt dann nicht beginnt, stark in unsere Richtung zu trenden. Also dass der Bruch aus dieser Trading Range auch wirklich signifikant ist und starkes Momentum aufgenommen wird. Noch nicht mal das passiert. Und das ist eben das, was aus diesen Zahlen hier, aus dieser Ist-Analyse spricht eben. So, und jetzt ist es natürlich dann so, offensichtlich bin ich in der Lage, jetzt schon bereits zu sagen, naja, also wo ist der Grund für mein Scheitern? Offensichtlich in dieser zweiten Strategie. Jetzt ist natürlich dann die Überlegung, dass man sich sagt, nun ja, was würde ich also tun, folglich? Ich würde zum Beispiel sagen, naja, dann trade ich einfach Euro-japanischer Yen nicht mehr. Jetzt ist die Sache aber, wie gesagt, folgende, und das macht die Sache so ein bisschen kompliziert. Wir laufen so stark unterhalb unseres Solls, also mit dieser Trefferquote zum Beispiel. Früher oder später wird es etwas kommen, das bezeichnet man als Mean Reversion. Also das heißt, der Markt pendelt ganz natürlich zurück zum Normal. Vorausgesetzt natürlich, dass sich dass sich diese Strategieparameter dann auch wirklich stabil präsentieren. Aber das ist ja die Grundlage dessen, woran wir in Anführungsstrichen glauben hinsichtlich des Umsetzens einer Handelsstrategie. Also wir gehen davon aus, dass das, was wir in der Vergangenheit hier getestet haben und sich über einen langen Zeitraum als solide und stabil präsentiert hat, auch in Zukunft derart stabil präsentiert. Also sprich, der Trend sich fortsetzt. Dann ist es einfach so, dass früher oder später ganz natürlich es zu einer Umkehr kommen wird und folglich auch, dass es dann infolgedessen ganz natürlich zu stark ausgeprägten Gewinnserien kommt. Also, oder anders formuliert, wenn ich jetzt davon ausgehe, jetzt verdoppeln wir das einfach mal von 24 auf 50 Trades. Also, ich meine, auch das ist keine Sample Size. Ja, also nochmal, das ist, wir reden von 24 Trades, dann damit kannst du keine statistische Signifikanz ausgeben. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich wirklich auf diese 50 Trades hier eine Trefferquote von 47% ergibt. So, also wir machen jetzt nochmal einen kurzen Strich drunter. Gehen wir jetzt also davon aus, dass wir, nehmen wir jetzt mal 50 Trades, ja, dass die Trefferquote dann wirklich zurückpendelt, sagen wir mal zu 45%. Gehen wir mal noch gar nicht davon aus, dass wir den Soll erreichen, sondern nur 45%. Naja, dann kann man sich jetzt ja im Grunde genommen, auch wenn das ein Schönrechnen ist, aber man greift ja dann an der Stelle nach jedem Strohhalm, der sich einem bietet, beziehungsweise das ist kein nach Strohhalm greifen, sondern tatsächlich eine grundsolide Überlegung, die jetzt auch bestens erklären kann, was in meinem Kopf vorgeht, wie man dieser Verlustperiode begegnen kann. Ja? Also wir haben 50 Trades und wir haben 45er Trefferquote, das heißt also, wir rechnen 50 Trades mal 0,25, das heißt, wir landen bei 22,5 oder aufgerundet, sind wir mal ganz optimistisch, liegen wir also bei 23 Gewinntrades, die sich hieraus ergeben. Ja? Das ergibt sich aus 0,45 multipliziert mit 50. So, da kommen wir also bei 23 Gewinntrades raus. So, jetzt haben wir also 26 Trades vor uns, von 24 auf 50. Und wir sehen, dass wir, wenn wir tatsächlich eine Gewinnquote schaffen zu realisieren hier von 45, nun ja, dann haben wir offensichtlich auf diese jetzt 26 folgenden Trades potenziell theoretisch 16 Gewinner vor uns. Denn wir müssen ja von den 7 auf die 23 kommen, um die Trefferquote von 23 zu haben. Und wenn uns parallel dazu jetzt dann vielleicht auch gelingt, wenigstens das Payoff-Ratio
an dieser Stelle. Also die Berechnung, die wollen wir uns jetzt mal sparen, wir wollen es nicht überkomplizieren, aber wenn es uns jetzt gelingt, auch ein Payoff-Ratio irgendwie im Bereich um 1 zu 1 zu stabilisieren, also sprich, dann also den durchschnittlichen Gewinn nach oben zu pushen, beziehungsweise den durchschnittlichen Verlust ein bisschen zu drücken, sodass wir irgendwo nach diesen 50 Trades, wenn auch noch nicht im Sollbereich landen von 1,3 zu 1, aber irgendwo um 1 zu 1, dann bedeutet das, dass ich auf diese 23 Gewinntrades, also 16 Gewinntrades, die mir jetzt vielleicht dann ins Haus stehen, auf die kommenden 26 Trades, dass ich dort durchschnittlich auf jeden Fall mehr gewinne und somit einen eventuell signifikanten Teil, vielleicht sogar alles, an den bis jetzt aufgelaufenen Verlusten wieder zurückerobern kann. Nochmal, das ist eine Berechnungsgrundlage, die. Ups, ich schau mal kurz. Ich glaube aber nicht. Kann man mich noch hören? Ich lese gerade, Ton ist weg. Hallo, hallo? Nee, okay. Also Ton ist wieder da. Also das ist jetzt genau dieser Gedankengang, der mich gerade eben entsprechend hier umtreibt. Die logische Konsequenz wäre, dass man sagt, naja, hör mal auf, also Euro-Yen lohnt sich ja nicht. Aber dann ist wiederum genau diese Überlegung, und die kann ich nur dann machen, wenn ich wirklich eine grundsolide Auswertung meines Tradings habe. Nicht auf rein gefühlstechnischer Basis. Wir haben hier nur mit reinen Fakten gesprochen und in der Stelle jetzt gerade eben das mal ein bisschen schön gerechnet, ja. Aber man versteht schon, dann, wenn ich diese Betrachtung alleine mir anschaue, dann sehe ich einfach, gerade die Marktbedingungen für die Strategie sind nicht besonders gut. Ich kann aber dann auch zum Beispiel mit mathematischen Hilfsmitteln zeigen, Statistik lässt sich nicht austricksen. Also ich kann jetzt nicht plötzlich sagen, na dann lasse ich jetzt einfach die nächsten Trades aus, wenn das auch alles Verluste werden. Das setzt ja voraus, dass ich Kursbewegung voraussagen könnte, was ich nicht kann. Ja, und nochmal, nach dieser Berechnung, wie gesagt, wenn wir noch nicht mal in den Sollbereich zurückpendeln, sondern hier nur es schaffen, irgendwie zurück in Richtung dieses Soll zu pendeln, also eine leichte Mean Reversion auf den Weg zu bringen, dann sollte ich jetzt die kommenden Trades sowieso nicht, also vorausgesetzt, die stellen sie jetzt natürlich ein, das ist die nächste Voraussetzung. Auch das kann ich nicht sagen, aber irgendwie, wie gesagt, müssen wir ja, irgendwo müssen wir anfangen. Dann ist es eben an dieser Stelle so, dass ich sage, ich handle diese Strategie einfach komplett weiter durch. Ja, und hoffe an der Stelle einfach genau das, dass sich das eben in der Lage ist, dann dahingehend zu entwickeln. Und dazu muss man ja auch zum Beispiel sagen, wir haben ja auch eine zweite Strategie, die auch weiterhin solide läuft. Also sprich, ich bin ja durchaus auch in der Lage, durch die zweite Strategie und somit durch dieses Strategieportfolio, also es ist noch kein Portfolio, weil es nur zwei Strategien sind, aber ich bin natürlich in der Lage, auch diese Verluste irgendwie zu kompensieren. Also aktuell noch nicht, weil auch der DAX nicht so super läuft. Nichtsdestotrotz, ich bin im Bereich meines Solls. Und ich weiß ganz genau, früher oder später werden die Marktbedingungen sich genauso wieder darbieten, wie ich sie benötige, um dann mit dem DAX top performen zu können und dann einen Teil der Euro-Yen-Verluste vielleicht sogar dann abfedern zu können. Und wenn der Euro-Yen dann in Richtung dieses Solls wieder zurückpendelt, dann ist es sogar möglich, dass ich nochmal einen größeren Teil dieser bis dato aufgelaufenen Verluste eben durch das gute Performen mit dem DAX und zeitgleich dem Euro-Yen in der Lage bin aufzuholen. Und so, das also jetzt einfach mal rein aus dieser Perspektive. Eine andere Möglichkeit, die hatte ich schon mal präsentiert, die will ich noch mal kurz auf der Webseite hier vorstellen. Also das ist dieses Buch, was ich geschrieben habe, wo ich übrigens jetzt in anderthalb Wochen das Manuskript dann abgeben werde und welches im Oktober erscheint. Und wo ich gesagt habe, ist einmal schon gut. Auch die Ausführungen jetzt in diesem Webinar sind immer schon gut, sich das zu Gemüte zu führen und so weiter, aber damit selber mal zu arbeiten, mal zu schauen, wie funktioniert das in der Praxis. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ebene und ich verarbeite das viel, viel intensiver und bin viel mehr in der Lage, das dann auch in meinem Trading günstig einlaufen oder einfließen zu lassen. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, eine Webseite aufzusetzen mit so einem Monte-Carlo-Simulator. Und was wir jetzt hier machen, ist im Grunde, wir arbeiten auch hier mit einem Startkapital von 5.000 Euro. Wir nehmen eine Anzahl von zum Beispiel 500 Trades. Das ist ein Zeitraum von Pi mal Daumen ungefähr 2 Jahren. Also wenn ich einen Euro-Yen jeden Tag im Schnitt ungefähr einen Trade mache, ausgehend von diesem Breakout-Ansatz, dann bin ich Pi mal Daumen eben bei einem Trade pro Tag. 5 Trades pro Woche macht aufs Jahr ungefähr 250 Trades, bedeutet Pi mal Daumen 500 Trades in 2 Jahre. Zeitraum. Also das, was wir jetzt gerade eben hier mit simplen 24, 25 Trades gemacht haben oder Mean Reversion auf 50 Trades, das wollen wir einfach jetzt mal ein bisschen weiter ausdehnen. Wir haben eine Gewinnchance, auch die wollen wir mal nutzen. Wir nehmen jetzt nur den Euro-Yen. Also wir arbeiten jetzt mal nicht mit den Komponenten aus dem DAX. Zum Beispiel, das lassen wir gar nicht mit einlaufen. Wir nehmen 20 verschiedene Kapitalkurven, die hier generiert werden, und dann nehmen wir eben das Payoff-Ratio, was wir mit 1,3 zu 1 hatten. Und sind wir bei 1% Risiko. So, wenn ich jetzt auf Simulation starten klicke,
Dann werden mir ganz verschiedene, viele bunte Linien ausgegeben und ich stelle gerade fest, wir arbeiten lieber erstmal mit 15, dann ist es nicht ganz so überladen. So. Und diese Linien als solche sind erstmal ganz nett, auch die weiße besonders, die zeigt, dass wir offensichtlich auf alle Linien gemittelt eine steigende Kapitalkurvenentwicklung haben. Aber was viel interessanter ist, ist, glaube ich, zum Beispiel, was haben wir denn als größten maximalen Drawdown hier zu erwarten? Ja, zum Beispiel dort 36% betragen. Wir reden aktuell bei einem Drawdown von 6%. Also ich formuliere es mal etwas direkter. Das, was wir gerade im Euro-Yen sehen, ist vielleicht gerade erstmal der Anfang von dem, was uns da noch blüht. Wenn ich das jetzt schon in der Lage bin zu realisieren und für mich zu sagen, okay, das kann durchaus passieren, ja, dann gehe ich damit auch ganz anders um an dieser Stelle. Es ist uns nicht zu wünschen, aber nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit. Genauso auch diese Serie maximal folgende Gewinner, maximal folgende Verlierer. Wir haben zum Beispiel derzeit, das kann man hier auch zeigen, Direction, ja, obwohl, nee, Moment, Symbol und Direction. Wir sehen hier zum Beispiel euro-japanischer Yen Buy und Sell. Das wird nochmal aufgesplittet. Das ist ein super, wie gesagt, ein super Tool, muss man einfach sagen. FXBlue, es bietet eine enorme Möglichkeit, sein Trading zu analysieren. Aber sehen wir gerade zum Beispiel hier, wir haben nicht einen einzigen Short Trade von neun. Neun Short Trades gemacht. Wir haben nicht einen Short Trade in den Gewinn gebracht. Also auch hier gilt eine Trefferquote um die 50%. Ja, also wenn demnächst mal ein Gewinner auflaufen sollte, dann wird es wahrscheinlich irgendwie auf der Short-Seite sein, wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste im Euro-Yen. Worum es jetzt an dieser Stelle geht, warum ich das hier thematisiere, ist, das zeigt es noch nicht ganz gut. Aber es gab zum Beispiel in der vorigen Woche von Montag bis Freitag nur Verluste. Das waren fünf Verlust-Trades in Folge. Und das ist genau jetzt nämlich der Punkt an dieser Stelle. Das kombiniert natürlich jetzt DAX und Euro-Yen an der Stelle hier. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, wenn man es hier zum Beispiel sieht, wir haben derzeit hier vier Verluste in Folge. Da kommt mal ein plus minus null Trade dabei raus. Aber alles in allem sind wir gerade dabei, an einem fast zweistelligen Verlauf hier, Anzahl maximal folgender Verlierer, zu arbeiten. Und es ist normal. Wenn ich das simuliere über diverse Kapitalkurven, dann zeigt mir das, dass das normal ist. Es ist eine ganze Weile dauern kann, bis ich es endlich schaffe, mit dem Kopf über Wasser zu gehen bei dieser Strategie. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als geduldig zu sein. Aber es ist genau der Punkt. Wenn ich diesen ganzen Input habe, diese Sollwerte, die ich mit den Istwerten vergleichen kann, die Möglichkeit zu simulieren und dergleichen, dann schaffe ich es über relativ einfache Mittel eigentlich, die jedem zur Verfügung stehen, also kostenlos zur Verfügung stehen. Man muss nichts bezahlen, um den Simulator zu nutzen. Man muss hier bei FXBlue nichts bezahlen, um seine Daten hochladen zu können und die analysieren zu lassen. Es ist kostenlose Zurverfügungstellung dieser Möglichkeiten, sein Trading zu analysieren. Dann bestehen einfach Möglichkeiten, eine Technik anzuwenden, die man in der Trading-Psychologie gerne oder generell in der Psychologie als rational induzieren, rationalen Denkens versteht. Also das bedeutet, ich erinnere mich einfach daran, was ist das, was ich erwarten darf? Und damit arbeite ich im Grunde genommen. Und ausgehend von diesem Erwartungswertdenken bin ich dann in der Lage, zum Beispiel mich mental stabiler wieder in einem stabileren Umfeld wiederzufinden. Also sprich, dass ich dann nicht irgendwie anfange, vollkommen Irrationales zu machen, sondern einfach sage, so ist es. Ja, dass ich muss mich damit abfinden. Derzeit ist es läuft einfach nicht solide. Und jetzt gilt es eben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Denn, und das ist das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, aber so ist es einfach. Da, wo sich die Qualität eines Traders zeigt, ist nicht an der Stelle, wie er sich präsentiert, wenn er gewinnt, sondern die Qualität eines Traders oder auch die Qualität eines Unternehmers. Und wir sind als Trader im erweiterten Sinne Unternehmer. Das ist eine Unternehmung, der wir uns ausgesetzt sind, eine selbstständige Tätigkeit, der wir nachgehen. Die Qualität eines Unternehmens, die zeigt sich nicht darin, wie wir in Gewinnsituationen uns präsentieren, sondern wie wir in der Lage sind, mit Verlusten umzugehen. Und das ist das, was eben dann nochmal die Qualität eines Traders eben ausmacht unterm Strich. Und da müssen wir eben möglichst rational rangehen, denn das ist genau nämlich der Punkt. Und das ist ja das, was eben dieses Buch hier in der Headline schon hat, wie aus Stress Gefühlen werden. Gefühle gleich Emotionen. Und genau diese Gefühle, diese Emotionen zu bändigen und nicht dann ausgehend hiervon vollkommen irrational Entscheidungen zu treffen, das ist die Krux unterm Strich, wo es eben schwierig wird. Und da sollten wir uns sämtlicher Hilfsmittel, die zur Verfügung stehen, ganz besonders dann Analyse-Tools, um mit kalten, klaren, vollkommen objektiven Zahlen, die sich präsentieren, entsprechend arbeiten. So, ich muss mich jetzt aber noch den Fragen widmen. Kurz einen Augenblick. Mal kurz hier schauen. Also, und zwar. Okay.
Okay, ich hoffe, dass die Frage, dass ich die ja schon beantworten können von Sven, im Zusammenhang nämlich mit dem Casa-DAX, was der mitmacht, was der Future vorgibt, wenn der durch die von dir beschriebene Absicherung der Stillhalter steigt, überträgt sich denn das an die Käufe von echten Aktien? Das ist nämlich genau das Problem. Da müssten wir aber jetzt dann zu tief in die Materie einsteigen, oder? Dass wir uns dann die sogenannte Basis anschauen. Das ist die Differenz zwischen dem Casa-DAX und dem F-DAX zum Beispiel. Das, was man sich immer vor Augen führen muss, ist nämlich, dass der Casa-DAX zum Beispiel ein rein mathematisches Konstrukt ist, der sich berechnet aus der jeweiligen Gewichtung der Einzeltitel in sich, während man den F-DAX zum Beispiel frei handeln kann und so weiter. Und wie dann entsprechend zum Beispiel auch Portfolio-Adjustierung stattfindet. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit kurzfristiger Arbitrage-Geschäfte im F-DAX zum Xetra-DAX. Denn du kannst natürlich den Xetra-DAX eben durch seine Konstellation nicht direkt handeln. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass der F-DAX eine Übertreibung auf der Oberseite eben fabriziert, ja, und dadurch die Basis übertrieben groß wird, also sprich der F-DAX zum Xetra-DAX überbewertet ist und dann durch das kontinuierliche Nachfragen nach den jeweiligen Einzeltiteln, wobei die Gewichtung eben nicht verletzt wird im Xetra-DAX, dazu führt, dass dieser steigt und sich zeitgleich eben der F-DAX wieder von oben nach unten bis auf ein entsprechendes Gleichgewicht eben entsprechend bewegt. Aber das Problem ist also erstmal, das ist viel zu detailliert jetzt an der Stelle, als dass wir es einfach so abarbeiten können. Und plus, jetzt wird sich ja einer noch fragen, cool, da gibt es eine Möglichkeit, dann Trading-Gewinne zu realisieren. Wenn man schnell genug Rechner hat, die in der Lage sind, das umzusetzen, ja, dann gibt es diese Möglichkeit. Ja, fertig. Ja, also wie gesagt, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen und den Rahmen des Webinars sprengen. Ich werde aber dazu gerne mal was vorbereiten und dann können wir das auch mal in einem längeren Webinar, zum Beispiel in einem Live-Training kommende Woche dann abdecken, wenn da es die Möglichkeit entsprechend dazu gibt. Okay. Ziehst du eigentlich bei dem gezeigten Konto nie den Stop nach? Doch, doch. Also das ist zum Beispiel hier jetzt schon erfolgt. Also den Stop, den habe ich jetzt hier nachgezogen. In der Basisstrategie zum Beispiel steht der Stop immer noch auf dem Ausgangsniveau. Tatsächlich. Also das ist jetzt so eine diskretionäre Intervention gewesen. Beim Euro-Yen zum Beispiel handelt es sich um ein sogenanntes Make-or-Break-Szenario. Sprich, es wird einfach gehandelt und fertig. Also das heißt, entweder wird der Stop gerissen oder der Take-Profit wird erreicht. Das ist rein automatisiert. Ah, okay, jetzt sehe ich gerade im nächsten Post. Da war jetzt der Stop nachgezogen. Okay. Das wäre eine super gute Idee, glaube ich sogar. Da müssten wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich durchgehe nämlich gerade so eine Überlegung, wie man das hier noch besser machen kann. Also solche nicht nur Strategie-Events oder Live-Trading-Events oder Trading-Psychologie. Und zwar, Jan, Verzeihung, ich habe jetzt geredet, ohne dass ich die Frage vorlesen, aber Jan-Peter schreibt nämlich, wäre es eine Idee, dass du mal in einem Webinar das Trading eines der Teilnehmer oder verschiedener aufgrund von zum Beispiel FXBlue-Daten live analysierst und Schwächen und Stärken herausarbeitest? Das würde vielen möglicherweise bei der Selbstanalyse helfen. Das ist eine super gute Idee. Also das wird jetzt zeitnah, wird das erstmal nichts werden, aber ich werde es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und mal Optionen abtasten, wie sowas nach Möglichkeit laufen könnte. Weil ich glaube, das wäre tatsächlich, wie du schreibst, das wäre eine super coole Sache und vor allem einzigartig. Ich glaube, das macht keiner sonst. Und das wäre natürlich mal was auch, glaube ich, für alle Teilnehmer eine Riesenmotivation bietet. Und das ist ja genau das, um was es eigentlich geht, die Leute zu motivieren, tatsächlich auch die Dokumentation ihres Tradings auf den Weg zu bringen. Also das heißt zum Beispiel FXBlue dort mal den Track Record hochzuladen und mal zu schauen, wie stellt sich das eigentlich dar? Denn anders geht es ja nicht mit der Analyse zum Beispiel. Das wäre eine gute Idee. Das könnte man dann mal das wäre mal so eine Art Trading-Coaching oder sowas. Ich schreibe mir das mal auf. Schreibe mir das mal auf und lass mir das mal durch den Kopf gehen, wie man das machen könnte. Passt auch super natürlich mit dem Slogan von Tickmill generell zusammen, We want traders to succeed. Also das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Analyse Webinar-Teilnehmer. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, wie man sowas machen könnte. Großartig, vielen Dank.
Ja, das, ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne, dass man das anonymisiert macht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man dadurch natürlich auch eine viel breitere Range auch an Möglichkeiten hat, auch verschiedene Handelsansätze zu analysieren und dergleichen. Es zieht auf eine gleiche Idee ab. Sven ist eine gute Idee. Ja, sagt nämlich mal, könnte man doch jetzt machen, dass man einfach auf ein Demo-Trading umsteigt mit der Strategie, dass einfach weiterhandelt und dann einfach guckt, dass eben früher oder später dann ein bestimmter Punkt wieder übertroffen wird und man wieder zurück in den Live-Modus rüber switcht. Ist natürlich eine super Idee. Ich habe in dem Zusammenhang, ist es fast identisch mit einer Idee, die ich mal hatte, aber die auch nicht wirklich funktioniert, weil, wie gesagt, die Statistik nicht in der Lage ist, auszutricksen. Und es dir langfristig hinsichtlich der Erwartungswerte auch nicht gelingt, wirklich da einen signifikanten Vorsprung herauszuarbeiten, auch nicht im Marginalen in der Tat. Nämlich, dass man mit einem gleitenden Durchschnitt arbeitet, zum Beispiel. Dass man sagt, dieser gleitende Durchschnitt wird auf die Kapitalkurve gelegt. Und sobald wir diesen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzen, würde man zum Beispiel dann sagen, ich setze jetzt das Trading im Risiko zumindest runter. Ich weiß nicht, ob ich aufs Demo umsteigen würde, aber ich würde dann zum Beispiel mit einem kleineren Risiko in meinem Trading arbeiten. Und sobald wir wieder zurückkreuzen über diesen gleitenden Durchschnitt, würde ich entsprechend wieder zurück auf das Initialrisiko gehen und dadurch eine potenzielle Glättung der Kapitalkurve eben erreichen. Aber ich kann sagen, nochmal, Statistik lässt sich nicht austricksen, funktioniert nicht. Geht nicht. Also kannst du probieren und hin und her und so weiter. Früher oder später wirst du einfach genau den Moment verpassen, an dem dann ein Großteil der negativen Performance, die vorher aufgelaufen ist, durch eben die kleine wenige Trades, weil man eben dann seinen Handelsansatz in einem optimalen Marktumfeld wiederfindet, dass man da eben in einem Demo-Modus unterwegs ist, der dann einfach mal diese Verlustserie und dieses weiterhin auch Schwimmen unter Wasser, so nennen wir es mal, nicht in der Lage ist, dann so abzubilden. Also ist eine super Idee, auch eine logische, aber langfristig sehr schwer umsetzbar, bis gar nicht umsetzbar, erfahrungsgemäß. Ja, so, ich habe jetzt gerade schon wieder ein bisschen überzogen. Also, das soll es meinerseits gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe alle Fragen beantwortet und ich freue mich auf jeden Fall auf kommende Woche. Ich muss mal kurz übrigens was schauen, im Moment, ob ich die Folie angepasst habe. So, nee, habe ich nämlich nicht. Das muss ich natürlich noch machen. Also, und zwar am 24.07. um 9. Ist es? So, klick. Nee, Moment. Nicht ganz korrekt. Wir müssen ein bisschen vorscrollen. Zack, 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 zack. Das werden wir kommende Woche nochmal machen. Nee, Moment, das war zu schnell. Das war ein bisschen zu schnell. So. Und ja, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder um 9 zum Live-Trading der Markteröffnung im DAX. Wie gesagt, wir werden dann nochmal auch auf die Folien, die wir jetzt nicht bearbeitet haben, nochmal zurückgehen, wie man das dann auch in seinem Trading zum Beispiel beginnen könnte, solch einen Prozess eben auf den Weg zu bringen. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend, einen erholsamen Abend und eine gute Nacht. Und morgen in alter Frische widmen wir uns wieder den Märkten. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.